Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Jump World Map zusammen mit Ursaft. AKA, das ist nicht möglich. Lord Zombie. Das ist nicht möglich. Und Intercracker, ist es bei dir möglich? Es ist möglich. Wir spielen die Mongo Allee und ich muss sagen, ich finde den gebauten Ursaft da schon sehr ansprechend tatsächlich. Der einzige Grund, warum Ursaft gespielt. Da schon ein Schild. Ja, was steht denn auf dem Schild? Dass man Zombie sieht, guck. Links ist Zombie. Zombie, willst du uns ein bisschen was über dich erzählen? Ja, mein Hut wirkt sehr klein. Warte, das ist nicht möglich. Aber ansonsten sehe ich echt sehr glücklich aus. Ja. Dem kann ich nur positiv zustimmen. Ja, Checkpoint erreicht, Mann. Ich auch. Haha, ich hab's. Puh. So, als nächstes kommt Ursaft. Ursaft, willst du ein bisschen was über dich erzählen? Hallo. Ja? Ein Fakt? Oh. Oh, ein Fakt. Okay. Ein Fakt über dich, Ursaft. Alter, Daddy, Ursaft-Fan. Ich hab Halsschmerzen. Okay. Obwohl, wir sind ja eigentlich noch bei Zombie. Zombie hat Zombie? Ach, sein Zylinder ist klein. Warum ja, Real Zylinder Life? Ist klein. Hast du voll ignoriert? Ja, ist wirklich zu klein im Real Life. Der passt nicht auf den Kopf. Ich weiß, dass du einen hast. Ach Mann, was ist das für ein Horror? Ist das dein Fakt, Wintercracker? Ja, das ist ein Fakt. Oh Gott. Zombies Hinterkopf ist der Horror. Wir hatten so eine Scheißsprache. Okay. Ist nicht möglich, Wintercracker. Nein! Ah. Hä, wo seid ihr? Ach, ihr seid noch da hinten. Leute, ja, ich bin noch beim ersten Checkpoint. Wahre Horror kommt erst an Zombies Hinterkopf. Ach, Zombie, was hast du für einen Hinterkopf? Was machst du denn? Zombie, du hast echt kurze Haare am Hinterkopf. Kannst du nicht mal die Lianen? Ja, ein bisschen abrasiert, haben mich genervt. Okay. Und die Lianen? Ja, wie schafft man den Sprung mit der Cracker? Ja, springen. Weiß ich nicht. Springen, ja. Oh. Ich bin gesprungen. Gern geschehen für den Tipp. Kein Ding, Zombie. Na, Leute. Ja, warum braucht man sowas Cooles und dann so ein Horror dazu? Also, ich finde das easy, Leute. Ja, Ursaft ist gerade Platz 1, er ist gerade Erster. Soll ich einfach durchrushen? Jo, kannst du es versuchen, Ursaft. Wär krass, wenn du es schaffst. Krass. Ja, Ursaft, sein Sprunggetriebe funktioniert gerade. Ja, Ursaft, das Sprunggetriebe ist anscheinend on point. Ja, warte, kann ich wie euch gesagt, weil ich auch wütend bin, Mann. Nein! Was denn das für Ursaft ist bei Jump'n'Runs immer wütend. Da hatte ich im letzten Jump'n'Run-Bab, Ursaft, dass du wütend warst. Hä? Ja. Davon haben wir dir sogar erzählt, glaube ich. Oh? Warum erzählt ihr mir jetzt von sowas? Ihr wollt Action, ihr wollt Spannung? Tja, kriegt ihr nicht. Stattdessen müsst ihr euch hiermit zufriedenstellen. Ja, rote Steine der Nervigkeit. Das ist der Horror. Keine roten Steine der Nervigkeit. Doch, rote Steine der Nervigkeit sind toll. Die haben mich tot genervt. Nee. Oh, hab's geschafft. Wir sind vereint. Ja. Wow! Du hast die roten Steine der Nervigkeit überwunden. Aber jetzt dreh dich um. Los, spring auf den Schleim unter dir. Nee, ich warte erst auf euch. Leute, ich gehe ohne euch hier nicht weg. Bitte, geh erst mal im Gesicht. Oh, mit dem Sprung habt ihr es geschafft, wenn ihr den Sprung schafft. Ich hab die roten Steine der Nervigkeit überwunden, oder? Leute. Wo ist der Jackie? GZ? Hier. Oh, ja, Jackie. Bring auf den Schleim und hab Fun. Ach so. Oh, wir müssen den Schleim wiederverwerten. Aber was ist mit den Schildern da unten? Für die Leute, die es nicht verstanden haben, der Slime ist hier. Okay, zum Meer. Hat es aber jetzt nicht verstanden. Oh, denn. Bin ich dran? Nee, jetzt kommt erst Ursaft mit seinem Fact. Aber da war ja schon, dass er Kopfschmerzen hat. Hä? Halsschmerzen, Mordado? Nie hörst du mir zu. Nee. Deswegen hasse ich Mordado, Leute. Deswegen hasse ich den. Ach man, dabei haben wir gestern so viel Zeit zusammen verbracht. Ja, Mordado, aber ich würde hier als wasted. Als Belohnung bekommt ihr eine Orange. Ist sie nicht wunderschön? Was unsere Zeit ist jetzt wasted von gestern. Ja. Ne, ich fand die Zeit von gestern wasted, Mordado. Okay. Ich hab sie nicht genossen. Wir hatten Spaß. Nö. Das Innere einer Orange. Ach so, sie braucht nur sehen und sprechen. Alles andere ist irrelevant. Okay. Komische Architektur, Ursaft. Es ist Ursaft, kann nicht hören. Ich stehe gerade auf sein Gehirn. Oh Gott. Aber groß. Das Gehirn klebrig und glitschig. Los, auf zu Mordado. Und das im Schneckentempo mit beleidigten Smileys. Irgendwo Jackie? Ach so, weil... Nach da unten. Ja, warum im Schneckentempo? Ich hab gedacht, jetzt kommen hier die Prankblöcke. Ja, ich hoffe mal, da wird als letzter kommen. Ja, wahrscheinlich, weil es ein Wortwitz war. Es ist ja vorne ein Prank-Zombie. Oh! Ja, ich weiß. Prank-Zombie ist voll drauf reingefallen. Jetzt verstehe ich den Prank. Ich auch, obwohl ich es wusste. Ich auch, obwohl ich es wusste. Ich nicht mehr. Ich hab's geschafft. So ein Fakt über mich.
Hat der Kacke? Hatte? Ja. Na, okay. Ah, oh, Mann. Hast du geschafft? Nee. Nee. Okay. Versuch mal am Rand der roten Blöcke einfach zu springen und dann direkt weiter zu hüpfen. Am Rand der roten Blöcke? Ja, einfach so hier, so wo ich bin. Also so wirklich am Rand drauf zu hüpfen auf die roten Blöcke und einfach weiter. Na, scheiße, das war nicht ganz. Ich probier's nochmal. Oh, fuck. Ist so gesagt. Oh. Ja, nee, das war nicht. Okay, genau. Dann probier's einfach nochmal. Leute, wisst ihr einen Fakt über mich, der lustig ist? Nö. Du hast eine merkwürdige Stimme. Ja, stimmt. Ja, ich war heute echt in WoW Raiden, obwohl es eigentlich überhaupt nicht gepasst hat bei mir, Leute. Und verbringt gar keine Zeit. Aber du hast einen Ring bekommen beim Rerollen. Ja, geil, weißt du, mit richtig schlechten Stats. Okay. Heute jeden Tag seit 3 Wochen oder so. Nee, ich hatte quasi einen Ring, der ja, besser war. Obwohl jeden Abend muss er raiden. Ja. Ja, wirklich. Nee, diese Woche nicht mehr, weil ich morgen keine Zeit habe zum raiden. Warum nicht? Ja, morgen ich auch nicht mit. Hast du keinen Bock mehr oder was? Schaut das hier jemand aus der Gilde? Nee, ich habe morgen keinen Bock. Und ich muss morgen Freitag vorbereiten, weil Freitag muss ich sehr früh weg und bin den ganzen Tag nicht da. Ja, und ich bin zu gammelig für mütig. Dafür muss ich dann ein zweites Video an einem Tag aufnehmen, Leute. Das ist sehr, sehr viel für mich, ja? Okay, auf was für ein Event fährst denn du? Fährst du auch nach London? Ich gehe zu meinen Eltern und hab früh eine Lesung und dann, ja, hab ich mit meinen Eltern ein Date. Stand da unten? Habt ihr schon immer einmal gefragt, wie Schneckchen ihren Schleim produzieren? Nicht? Okay. Aber die Antwort, der Schleimomat, illegal erworben. Ach, Maudado. Nee. Warum verrätst du das? Das müssen wir hier machen in Maudado. Ich weiß es nicht. Müssen hier runter, oder? Nee, doch nicht. Kommt man von hier weiter? Hä? Müssen wir überhaupt in die Schnecke rein? Das sind nicht, aber wie kommt man wieder hoch? Warte, wie sterben. Hä? Wie passiert das? Osaft, wo bist du? Immer noch hier drüben. Ah, ich weiß wo. Aufs Auge. Ach so, das war ein Bait. Ach so. Hä? Ja, hier war ich doch. Ach so, dann muss man hier weiterspringen. Oh Gott. Oh, warte, wir können aber auf Osaft warten. Der ist noch bei. Nein! Okay. Okay. Okay, Osaft. Oh Gott. Nein, auf das coole Huhn. Ach, Mann. Oh nein, das Hühnchen hat ein Ei gelegt. So oh, ein Schlingel. Los, spring auf das Huhn. Wie kann das Hühnchen das wagen? Das verstehe ich echt nicht. Ey, was ist das für eine Kack... Ich komme nicht an diese Kackleiter ran, Mann. Oh, aufs... Hallo, okay. Oh, ich kann nicht mehr reden, Leute. Es ist, okay. Das ist spät. Wir waren echt... Puh. Was ist das? Oh. Will auf den Block zurück. Ein Fakt über Schlingel. Schlingel ist häufig müde. Obwohl, ist er noch so häufig müde? Früher war er durchgehend müde. Mittlerweile hat er einfach, glaube ich, durchgehend keinen Bock. Diese schwarzen Haare sind eine perfekte Zielscheibe. Oh, ist das Germ Let's Play? Der hat doch braune Haare. Ja, ich glaube auch. Wer ist denn das? Ach so, das ist Wintercracker. Das ich? Hm. Alter, aber meine Haare sehen gar nicht so aus. Ja, und oh, Wintercracker, deine Nase. Die ist natürlich originalgetreu. Ja, aber finde ich sehr hübsch, tatsächlich. Danke. Gefällt mir. Und wo müssen wir hier hin? Wintercracker, ein Fakt über dich. Oh Gott, ein Fakt über mich. Ich glaub's nicht, ich hab's geschafft. Ich war heute in der Uni. GZ. Oh, Wintercracker. Gebiet. Wo muss ich hin, Mann, von hier aus? Aufs Schneckenauge. Aufs Auge. Einfach unter das Auge stellen. Also, nee, nicht darunter. Das ist ein Prank da unten. Genau, einfach da hinlaufen. Dann wird es hochteleportiert. Das sind blaue Blöcke. Das sind super. Und jetzt kannst du einfach hier weiter rüber. So, und dann gehen wir auf Wintercracker. Wintercracker war heute in der Uni. Das ist ein Fakt. Ich habe irgendwie Lust auf Cracker. Daily Cracker Facts. Glückwunsch. Ihr habt die Map geschafft. Haben wir gewonnen. Ich habe gewonnen. Grüße gehen raus. Bei Drescher. Das Ziel ist hinter dir. Erst. Da kommt ein Checkpoint. Ja. Einfach aufs Huhn. Hat mir gefallen. Auf den Schnabel. Oh, hat mir sehr gut gefallen. Perfekt. Holst du dir eine Endergerle? Einfach hierher werfen. Das ist nicht ganz richtig, was du da machst. Das ist eine Enderperle. Da geht's weiter, Mann. Zum
Maudado, jetzt geh aus. Ich hab grad gedacht, ich hätte sie abgefangen. Ich hatte schon Angst. So, Saft, jetzt musst du vorsichtig sein. Kann man da bin ich gefailt. Da habe ich echt einen Fail hingelegt. Da versucht zu treffen. Oh! GZ, Osaf. Nice. War mäßig, Leute. Nein, war sehr gut. Okay. Hat mir echt gut gefallen. Vor allem mit deinem, weißt du, Osaf, das mache ich auch aha schnell, das Ding. Dein Gesicht ist das Schönste. Warum hat man sich einfach direkt am Anfang gesagt, dass hier das Ziel ist? Ich hatte es ja gesehen, aber ich bin nicht hingekommen. Das stand doch da. Das steht doch sogar hier. So nah und doch so fern. Nee, da hab mich doch nicht umgedreht. Und da oben ist die Druckplatte. Ach, nee, ist mir zu verrückt. Ja gut. Niemals zurück. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ist recht spät. Und vielen Dank fürs Sehen. Schaut bei den anderen vorbei und tschüss. Tschüssi. Tschüss. Abonniert Maudado LP. Dreimal. Und Zombie und Osaft und Wintercracker. Danke. Ja, aber wir gucken. Was hast du aufgenommen, Wintercracker? Na, verstecken. Mit und es kommt, kommt das auf deinem Kanal? Das kommt auf meinem Kanal und auf Tures Kanal. Jeweils ein Video haben wir aufgenommen. Okay, Leute, hier im Video habt ihr Sirs gehört.